Ich grüße euch, meine Freunde. Lang ist es her, aber heute geht es mit Max wieder auf Reisen und zwar in die wunderschöne Schweiz. Und einige werden sich jetzt fragen, warum starte ich den Vlog mitten hier im Industriegebiet? Die Antwort ist, ich habe hier gestern mein Auto abgegeben. Ja, es geht jetzt endlich mit dem Auto in die Schweiz, Gott sei Dank. Und habe eine Kleinigkeit daran verändern lassen. Ich bin gespannt, wie es wird. Und ich bin gespannt, wie ihr es finden werdet. Wir stehen hier nämlich vor Folien King. Ja, also eine Vollfolierung fürs Auto. Und ich möchte nicht sagen, dass das schwarz hässlich war. Es war gut, ja. Aber was mich gestört hat, jedes zweite Auto auf der Straße ist schwarz. Das ist irgendwie schwul. Und deswegen musste ich die Farbe leider ändern. In ein wunderschönes, ja, dunkelsilber, dunkelgrau. Das sieht meiner Meinung nach, zumindest in meiner Vorstellung, elegant aus und passt jetzt auch zu meinem neuen Smartphone, dem S24. Also ja, das hier ist der erste Vlog, den ich mit dem S24 Ultra filme. Ich denke mal, ihr werdet natürlich keinen Unterschied merken. Ich zum S24 Ultra werde ich gleich auch nochmal was sagen. Jetzt haben wir es, ja, gleich 12:30. Der Laden hier hat leider erst um 12 Uhr aufgemacht, deswegen kann ich jetzt erst das Auto abholen. Das hatte ich leider vergessen, ich bin schon ziemlich spät dran, weil eigentlich war verabredet, dass ich Max um 2 Uhr in Frankfurt abhole, aber ihr kennt mich, immer spät dran. Ich lag auch noch bis um 10:30 oder so im Bett. Naja, wollen wir mal reingehen, das Auto abholen und abchecken, wie es aussieht. So, ich werde jetzt erstmal frühstücken. Wir haben hier eine ganz neue Prime-Sorte. Und zwar Lemonade, die gibt es jetzt, glaube ich, exklusiv bei Kaufland und die werde ich jetzt erstmal verköstigen. Allerdings nicht zu viel, weil ich muss schon wieder ordentlich pissen. Ich hasse meine Blase. Oh ja, die ist geil. Oh ja, die ist meiner Meinung nach die zweitbeste Sorte nach diesem... Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, diese rot-weiße Flasche da, die auch relativ neu ist. Cherry Freeze oder so, glaube ich. So, jetzt geht es auf jeden Fall nach Frankfurt. Da werde ich jetzt Max abholen. Klappe. Und ich möchte euch noch ein paar Takte sagen zum Galaxy S24 Ultra, weil ich denke mal, einige werden vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich dieses Handy zuzulegen, wollen jetzt vielleicht ein neues Handy haben. Und ich kann euch eine Sache sagen, holt bitte das S23 Ultra, wenn ihr ein neues Handy haben möchtet, solange es noch verfügbar ist. Denn der Unterschied ist praktisch nicht existent. Der einzige Unterschied wirklich, der mir aufgefallen ist, mal abgesehen von diesen ganzen AI-Features, weil die brauchst du nicht. Die fallen dir im Alltag nicht auf, die nutzt du nicht und mehr als die Hälfte von diesen AI-Features kommen auch auf die S23-Serie, deswegen ist das S24 dafür nicht notwendig. Der einzige Unterschied ist, dass der Bildschirm halt besser ist als beim S23, weil, das habt ihr vielleicht schon gehört, wenn ihr euch damit beschäftigt habt, Samsung hat hier ein ganz neues Glas verbaut und ja, es reflektiert halt nicht. Also wenn du jetzt die Sonne da drauf scheinen hast, wenn die Sonne jetzt da drauf scheint oder wenn das Licht an ist und dann die Glühbirne sich irgendwie in einem Glas spiegelt normalerweise, das hast du hier fast gar nicht. Das ist wirklich geil, aber der Effekt verpufft halt sofort, wenn du eine Displayschutzfolie drauf machst. Von daher, ja, würde ich sagen, ist es nicht unbedingt wert, jetzt 500 Euro oder so, was mittlerweile der Preisunterschied ist, für das S24 Ultra auszugeben. Deswegen tut mir einen Gefallen, holt euch das S23 Ultra. Also wäre ich nicht so, ja, krank in Anführungsstrichen und bräuchte immer das Neueste und vor allen Dingen wäre das S23 nicht so verkratzt gewesen bei mir, dann hätte ich das wahrscheinlich behalten. Aber genug gelabert, ich bin viel zu spät dran, es ist 1 Uhr schon, also ich muss jetzt wirklich dringend nach Frankfurt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im Steigenberger Hotel wieder. Der erste Zwischenstopp auf dem Weg in die Schweiz wurde erreicht. Steigenberger Hotel, das wurde gerade abgeschissen. Was haben wir denn hier? Henry, das ist nicht inklusiv. Ach so, ich wollte es gerade schon wirklich öffnen. Also. Na gut, ich habe hier immerhin schon mal Aqua di Parma abgegriffen und das in rauen Mengen. Also 4 Stück befinden sich bereits in meiner Tasche. War schon mal ein guter Deal, herzukommen. Das, ja, ich bin sehr gespannt, weil viel. Aber. Ich bin schwul. Das ist bekannt. Ich ebenfalls. Jedenfalls, wir werden ja diesmal zu viert bei Arthur sein. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich glaube nicht. Also ein ganz besonderer Special Guest. Die dunkle Sonne wartet. Ja, ich halte mich zurück. Jedenfalls. Ja,
Ich bin jetzt, weiß ich, wer der gemeint ist. Alter, das. Ich hätte die Szene beinahe schon vergessen. Sorry, ich bin ein bisschen raus aus dem Vloggen. Aber wir hatten hier gerade ein wunderbares Mal auf Nacken in Stuttgart. Also ein kleiner Zwischenstopp. Gleich gibt's noch Subway-Cookies auf Nacken. So schmeckt's natürlich am besten. Ich bin zwar völlig voll gefressen, aber wenn's kostenlos ist, dank euch, dann geht's natürlich immer rein. Vielen Dank dafür. Das muss auch mal gesagt werden. Scheiß Jamil. Kannst du nur wiederholen? Das lag heute in meinem Briefkasten. Das ist einmal ein Luftpolster. Oh, ganz wichtig hier. Sehr wichtig, das CBD von Sweet, 20 Gramm. Das ist genau das, was wir auch jetzt brauchen. Und hier, Tapes, wichtig und richtig. Das kommt wie gerufen. Nach dem Steakhouse ist das hier jetzt mein sehr nahrhaftes Abendessen. Besser kann man den Tag doch nicht beenden. Könntest du noch ein Statement zum Stream und zu den letzten 2 Stunden hier in diesem Zimmer abgeben? Nee, bitte nicht. Aber bitte ein vernünftiges, was ich nicht zensieren muss. Das ist unfair, Alter. Ihr habt mir gerade 3 Minuten Aufnahme so verschmuddelt, dass ich das absolut zerfleischt aufstellen muss. Dass man sozusagen nur das Gelächter hört. Ich habe kein Problem damit, wenn du es unzensiert hochlädst. Alter. Niemand hätte ein Problem damit. Ich habe ich kann die Zahl jetzt nicht ändern. Das ist die Wahrheit. Nein. Ist die Schluss, Wahrheit. Mach jetzt wieder die Szene aus. Guten Morgen. Seid mal aufstehen. Oh nee, bitte nicht das Glied anfassen. Es ist 9 Uhr. Ich sollte dich wecken, Bitch. Es wird Zeit für das ausgewogene Gewinnerfrühstück. Liebe Grüße aus der Hut und willkommen zum... Bitte sehr, dein Frühstück. Den Onkel Bastard. Harte Arbeit am frühen Morgen. Ach so, du bist live. In der Tat. Schlecht sich mit einem Tier. Ich wusste nicht mal, dass er das vorhat. Das kam wirklich sehr unerwartet. Ja. Ja, so beginnt man doch den Tag ausgezeichnet, oder? Ich habe keinen Penis. Jetzt geht's endlich nach Lauterbrunn. Nach 2 Jahren Planung haben wir es heute dann endlich mal geschafft, die Reise dann auch gleich anzutreten. Und der Duft des Tages ist Yves Saint Laurent Y. Ja, einfach nur Y. Ein ziemlich geiler Duft. Den kann ich sehr empfehlen. Habe ich auch erst letzte Woche geholt. Also check den auf jeden Fall mal ab. Sehr, sehr geil. So, jetzt geht's los nach Lauterbrunn. 14 Uhr sind wir endlich da. Bin gespannt, es wird leider scheiß Wetter wahrscheinlich, aber ich habe mir jetzt hier für die Fahrt noch diese Cola gegönnt. Das ist einmal diese Edition und dann habe ich hier noch die K-Wave Edition. Sehr geil, wird auf jeden Fall unterwegs verköstigt. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. 2 Stunden, 2,5 Stunden hier. Also ich wünsche euch allen gigantische Tumore an den Sack. Ja, wir ölen uns alle ein während der Fahrt. Das
Ich hoffe, es wird ich freue mich aufs Casino. Ja, ich ebenfalls. Es könnte passieren, dass wir da einen kleinen Zwischenshop einlegen. Das kann will ich hören, Bitch. Jetzt noch nicht vorhersagen. Ich schon. Tja, wir sind jetzt doch nicht in Lauterbrunn, sondern komischerweise in Zürich. wie das genau jetzt zustande gekommen ist, das weiß ich eigentlich gar nicht. Hauptsächlich liegt es am Wetter, das natürlich jetzt, wie man sieht, beschissen ist. Und deswegen gibt es auch nur einen logischen Schritt, den man da unternehmen kann. Und zwar das Casino Zürich besuchen. Das ist immer eine gute Alternative. Die erste Runde wird gestartet, beziehungsweise die erste Session. Mal schauen, was die Sau gibt. Komm schon, täusch schon die an. Jawohl, Freispiele, ausgezeichnet. Auf 1 Euro Einsatz. Naja, äußerst mystische Freispiele. Also der Gesamtgewinn beträgt jetzt 38,50. Mager. Scheiße, die nächsten Freispiele und das Parkticket läuft bald ab. Ach, verfickter Dreck. Aber mal schauen, was es diesmal gibt. Komm schon, gib's mir richtig, Baby. Daddy braucht es. Aber die Freispiele hier sind äußerst mystisch. Ja gut, also ich bin jetzt insgesamt, ich habe 40 investiert. Ich habe jetzt 115 drauf, also ich habe schon ordentlich was gewonnen. Ich würde jetzt eigentlich weiterspielen noch ein bisschen an dem Automaten, aber wir müssen leider gehen, deswegen werde ich jetzt auszahlen. So, nach dem ersten erfolgreichen Casino-Besuch wird jetzt erstmal diese Special Edition von Coca-Cola probiert. Und danach wird ins Navigationssystem was eingegeben? Casino Luzern. Das ist richtig, denn jetzt wird das nächste Casino besucht. Ich muss meinen Verlust wieder reinholen und du musst deinen Gewinn vermehren. Korrekte Aussagen. Der nächste Zwischenstopp, diesmal in Luzern. Das Casino kennen wir beide ja hier schon zu Genüge. Jedenfalls werden wir jetzt versuchen, dort erneut die Freispiele zu bekommen und ordentlich abzusahnen. Was dieser Mann in der Zeit machen wird, das ist noch nicht ganz gewiss, weil er kommt natürlich so nicht ins... Fuck you, Hobo! Er kommt so natürlich nicht ins Casino rein. Und wir haben es jetzt um 2, na gut. Wir versuchen so gegen 2:30 wieder raus zu sein. Aber das hängt natürlich auch immer davon ab, wie die Freispiele laufen. Das ist also nicht ganz vorhersehbar. Ich bin der Jackpot. Ich hoffe, ich knack den Jackpot jetzt. Book of Ra wird gezockt und ich hoffe, ich kriege hier auf 1 Euro die Freispiele. Freispiele auf 1 Euro. Ich bin bei 56 Euro Kredit, habe 60 insgesamt eingezahlt. Das heißt, das Plus wird gejagt. Naja, ich habe das größte Drecksymbol. Ach man, den Pharao, das bringt doch wieder nichts. Mann. Die Uhr steht auf 0, ich habe alles verloren. Aber naja, ich bin immer noch nicht ganz im Minus. Ich habe noch 14 Euro Gewinn übrig vom Züricher Casino. Hier drüben scheint es Baba zu laufen. 300 Öcken auf der Uhr. Ich hoffe, die Freispiele kommen. Sehr geil. Das glaube ich nicht. Was ist das? Sind das Freispiele? Nee, warte mal. Nee, keine Freispiele. Aber was ist denn das für ein Symbol? Das Auge. 75 Euro. Oh, Junge. Das erregt mich sexuell. Ja, in der Tat. Dann hast du noch ein bisschen Kapital, um einzusetzen. Das kommt unerwartet. Wir haben es geschafft. Nach fast 2 Jahren der Planung sind wir endlich hier. Der Wasserfall ist legendär. Das sieht man fast auf jedem Lauterbrunnenbild. Im Winter ist es natürlich auch sehr episch, wenn hier alles voller Schnee ist. Das hier ist sozusagen die einzige Hauptstraße, die wir jetzt gleich entlang flanieren werden. Sah auf jeden Fall bei der Durchfahrt schon extrem geil aus. Hier haben wir dann noch die kleine Dorfkirche. Ja, Statement dazu, dass wir es endlich geschafft haben. Einen guten Winkel haben. Es ist tatsächlich wunderschön hier, ein bisschen verregnet, hätte sonniger sein können, aber kann man nicht meckern. In der Tat. Also das hier ist jetzt Lauterbrunnen. Eigentlich ein sehr, sehr schöner Ort, sehr idyllisch. Ja. Jetzt nicht mehr. Mahlzeit, das bin nämlich ich.
Das leider hat alles geschlossen, also man kann hier nicht mal eine kleine Speise zu sich nehmen. Oh, der Krebs! Das! Jedenfalls, ja, würde ich sagen, wir haben es jetzt auch schon nach 5, es wird gleich auf jeden Fall Zeit für das nächste Spielchen. Mir juckt es langsam schon in den Fingern. Und eigentlich, ja, seit wir ausgestiegen sind hier in Lauterbrunnen, kann ich an nichts mehr anderes denken als ans Casino. Ja, das hat er leider auch geschlossen, oder? Obwohl. Ja, zwei, ja, die Schilder drauf. Ich seh ihn. In der Tat. Ja, das sieht geöffnet aus. Also das hier ist jetzt Interlaken. Auch ein sehr, sehr schöner Ort, wie ihr seht. Aber ich muss natürlich dazu sagen, wir sind jetzt nicht unbedingt wegen der schönen Landschaft hier. Ah Mann, seht ihr wieder dieses klare Wasser, man kann so problemlos auf den Boden schauen. Ach Mann, das ist einfach ein Traum. Es ist so schade, dass das bei uns nicht gibt. Aber ja, die Schweiz ist einfach das bessere Deutschland, was soll ich dazu sagen? Naja. Ich habe gerade schon gesagt, dass wir nicht wegen der Natur hier sind, also ja. Wir sind nämlich Entenbürger. Also das hier nenne ich doch mal wirklich ein angemessenes Ambiente für ein Casino. Da bekommt man wirklich richtig Bock, hier reinzugehen und jetzt einiges zu verspielen. Willkommen im Casino Interlaken. Ich hoffe, ich werde jetzt hier einiges gewinnen, natürlich nichts verlieren. Also völliger Schwachsinn, was ich hier erzähle. Also da kommt Strandfeeling auf. Hier ist Sand mit Casino-Jetons. Also das erinnert mich an einen wunderschönen Sandstrand mit Seesternen und Muscheln. Nur, dass das hier... Ja, das natürlich auch, weil hier ist natürlich das Glück vergraben. Naja, Zeit, die Automaten zu melken. So, mal schauen, was der erste offenbar einigermaßen gute Gewinn bringt hier im Casino Interlaken. Ich mach's nicht spannend, sondern ich will's direkt... Oh, 48 Öcken, das ist natürlich mehr, als ich jetzt erwartet hätte. Ah, ne. Ich glaube, ich habe die Freispiele gekriegt. Mal schauen. Oh ja, 8 Free Games. Mal schauen, was die Sau so gibt. Und vor allen Dingen, wie die Freispiele hier sind. Okay, okay. Ich muss also goldene Bullen sammeln. Naja. Aber das sieht jetzt schon irgendwie schon wieder mager aus. Wenn wir 3 Öcken gewinnen, das könnte wieder eine Nullnummer werden. Komm auf 81 Hände, sollte das sein? Ja, ich weiß, eigentlich schon, aber... Siehst du, wie es läuft? Hier knallt gar nichts. Alter, nee. Was ist denn das für ein Bullshit? Das ist immer ohne Scheiß. 1,80 Einsatz. Wow, ein. Ich war aber 4 insgesamt. Und das war schon das letzte. Das ist das letzte. So ein phänomenaler Bullshit. So ein absoluter. Na, verpiss dich mit dem Schmutzspiel. So, die letzten Drücker. Ich denke, die Sau nimmt mir mal wieder alles. Und das war's. Geil. Der letzte 20er des Abends wurde investiert in Book of Eights. Mal schauen. Oh, direkt die Freispiele ausgezeichnet. Oh, direkt die Verlängerung im ersten Dreher. Und ich habe den Forscher als Symbol. Also ich habe sogar jetzt 4 Bücher zur Verlängerung bekommen. Also ich habe jetzt schon, ja, ordentlich was gewonnen. Also ich glaube, das hier ist kein Casino, sondern ein Zirkus, weil das, was sich hier abspielt, ist definitiv lächerlich. Die Freispiele geben mal wieder gar nichts, aber das ja, war irgendwie schon vorherzusehen. Witz! Was ist so dein abschließendes Statement zu diesem wundervollen Casino-Trip heute? Banane war köstlich. Ja, naja. Ja, Uga. Ja, nicht zu sagen, Witz. Naja, ich bin jetzt am Ende mit... lächerlichen 20 Öcken plus rausgegangen aus diesem Tag, aber wir müssen uns ja wirklich beeilen, weil ja, wir wollen ja noch zum All You Can Eat, deswegen kann jetzt leider nicht mehr weitergespielt werden. Ja, das, die Fahrt ist... Die Mahlzeit kocht standesgemäß direkt auf dem Tisch. Der Casino-Besuch, ja, der war für mäßig erfolgreich. Deswegen wird das ganze Geld, was gewonnen wurde, jetzt hier verfressen. Weil wir dürfen natürlich auch nicht zu spät nach Hause kommen, weil Hector Panzer schläft ja dann schon wieder. Das heißt, wir bekommen ihn heute an Tag 2 immer noch nicht
ja, vor die Kamera, beziehungsweise mal ins Gespräch. Ja, das ist einfach der normale Alltag, weil ihr müsst ja bedenken, der Mann gehört zum arbeitenden Teil der Bevölkerung und wir nicht. Deswegen haben wir natürlich ganz andere Zeiten. Hey, du arbeitest doch in genau dieser Sekunde. Das ist richtig. Also ich halte gerade das Handy und muss das Werk ja auch noch schneiden. Das bedeutet, das ist natürlich sehr harte Arbeit. Und ich muss jetzt auch noch zusehen, wie hier Arbeit auf dem Tisch verrichtet wird, indem das Essen gewendet wird. Das stresst mich schon leicht. Und deswegen muss ich die Szene jetzt auch leider beenden. Junge, meine Vorfahren haben jahrhundertelang in den Erdlöcher geschissen. Das Essen war selbstverständlich wieder ausgezeichnet. Ich bin vollgefressen bis zum geht nicht mehr. Der Mann hat erfolgreich gerade abgeschissen und ja. Mir hat es ehrlich nie so gut geschmeckt, weil es nicht kostenlos war. Stimmt, mit Freely schmeckt natürlich alles besser. Das ist natürlich völlig richtig. Sobald man eine Rechnung bekommt, kann man die Mahlzeit halt nur noch halb genießen. Ja, ich verstehe das. So, für alle, die es interessiert, hier sieht man mal, wie viel ein voller Tank, gut fast voller Tank, noch mit 100 Kilometer Restreichweite, in der Schweiz kostet. 66 Franken, also ja, nicht mehr als 75 Euro. Und vergleichen wir das jetzt mal mit Deutschland, fällt uns eine Sache auf. Der Preis ist absolut gleich. Oh, das ist mal eine Tankstelle, Junge, Alter. Hier ist der Shop ja riesig. Jedenfalls, in der Schweiz verdienst du Minimum mal das Doppelte. Und die Preise an der Zapfsäule sind gleich. Was lernen wir daraus? Richtig, der Michel wird gerne abgezockt. Denn wir müssen uns nochmal dran erinnern, über 50% sind Steuern in Deutschland und das liebt der Michel. Ich muss euch immer wieder darauf hinweisen, weil ich es einfach geil finde, wie sehr der Michel sich gerne abzocken lässt. Für die mehr als zweistündige Rückfahrt gibt es hier noch ein paar Ovo-Rocks, die sind ultra geil einfach, die feiere ich so brutal ab. Und ja, ich würde sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir am Bodensee sind. Die unendliche Fahrt hat ein Ende gefunden. Jetzt müssen wir schon wieder leise sein. Ach Mann, unser Gast schläft ja schon wieder. Es ist Tag 2 und wir haben noch immer kein Wort mit ihm gewechselt. Ach Mann, dieses verdammte arbeitende Volk. Wir liegen jetzt endlich im Bett. Cock-Aids. Gehen gleich alle schlafen. Arthur, könntest du den Vlog bitte beenden? Aber nicht mit dem gleichen Satz, den du eben gebracht hast, bitte. Danke. Glücksspiele machen glücklich.